Und Gott sagte, ich werde euch Krankschreibungen schenken. Krankschreibungen für 9 Euro über WhatsApp. Und er ließ eine Webseite erschaffen. Und es war gut. Und es gefiel ihm. Bullshit oder Realität, finden wir es heraus. Mutant Movement! Große Dinge für die Menschheit kommen manchmal in ganz kleinen Schritten. Ja, und so ist es mit einem von Arbeitnehmern schon lange gehegten Wunsch, vielleicht einer der größten Träume schlechthin, der Krankschreibung per Internet bzw. per WhatsApp. Die wird nämlich seit einer Woche vor Weihnachten auf der Webseite au-schein.de angeboten. Und die Frage stellt sich natürlich jetzt, ist das überhaupt legal? Ist das in Ordnung? Das habe ich mir für euch mal ein bisschen genauer angeschaut. Ich habe das recherchiert. Das Video ersetzt natürlich keine juristische Beratung. Wie funktioniert das Ganze? Nun, ihr müsst im Prinzip nur auf die Webseite gehen und dann zu dem WhatsApp-Chat gehen. Dort müsst ihr ein paar Fragen beantworten und wenn ihr die Fragen beantwortet habt, dann bekommt ihr die Krankschreibung. Ihr kriegt die zunächst per E-Mail und dann wenige Tage später per Post. Das heißt, ihr könnt die aber auch schon sofort eurem Arbeitgeber vorlegen. Es gibt ein Gesetz namens Fernbehandlungsgesetz. Und das ist das Ergebnis davon, dass seit vielen Jahren versucht wird, die Medizin in Deutschland zu digitalisieren. Das heißt, der Versuch ist, die Behandlungsmethoden moderner zu machen, das Internet und diese Kommunikationsmedien eben zu nutzen, um für Patienten Vorteile zu bringen. Und im Fernbehandlungsgesetz geht es um die Frage, ob der Arzt einen Patienten auch behandeln darf, ohne ihn physisch in der Praxis gesehen zu haben. Und die Bundesärztekammer, die hat mittlerweile entschieden, dass das zulässig ist, allerdings nur in Einzelfällen. Es gab vorher schon eine Regelung in Schleswig-Holstein. Und in Schleswig-Holstein heißt es, dass die Fernbehandlung generell zulässig ist. Also die Einschränkung auf den Einzelfall, die wurde in Schleswig-Holstein nicht gemacht. Also hat sich dieses Hamburger Start-up folgendes Geschäftsmodell überlegt. Die haben eine Ärztin und die fährt regelmäßig nach Schleswig-Holstein, stellt dort diese Krankschreibungen aus in diesem Bundesland und verschickt die dann. Dieses Geschäftsmodell ist von vielen Ärztevertretern kritisiert worden. Im Moment scheint das Ganze legal zu sein, aber vielleicht ist das auch von kurzer Dauer. Also sollte man das jetzt machen oder nicht? Ich glaube, man sollte am besten die Vorteile und Nachteile abwägen. Und die Nachteile, die sind durchaus existent. Zum einen, wenn du nicht in Schleswig-Holstein wohnst, also egal wo außerhalb von Schleswig-Holstein, dann wird es immer suspekt bleiben, dass du dir eine Krankschreibung aus Schleswig-Holstein schicken lässt. Also sagen wir, du bist in München, Stuttgart oder Siegen, dann darf dein Arbeitnehmer dich natürlich zu Recht fragen, Moment, du hast Grippe? Und du bist jetzt 500 Kilometer gefahren, um dich zum Arzt krankschreiben zu lassen? Das ist strange und das führt zu unangenehmen Situationen und sowohl dein Arbeitnehmer als auch die Krankenkasse haben die Möglichkeit, deine Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung anzuzweifeln. Und wenn das so ist, dann kann das viele andere negative Konsequenzen haben. Neben dem Glaubwürdigkeit und dem Verhältnis zu deinem Arbeitnehmer ist es ja vor allen Dingen Krankengeld und diese ganzen angeschlossenen Themen, wo du unter Umständen tatsächlich richtig schwierig kriegen kannst. Aber sagen wir mal, du erzählst ihm eine gute Geschichte. Angenommen, dein Chef glaubt dir wirklich diese Story, dann hat er ja trotzdem immer noch die Möglichkeit, die Ärztin zu recherchieren. Denn wenn jemand einmal skeptisch ist, dann braucht man nur Google anzuschmeißen und findet sofort raus, okay, diese Ärztin, die gehört wahrscheinlich zu dieser Webseite und wenn dein Chef das rausfindet, Also das sind Risiken und Nachteile, die du dir tatsächlich bewusst machen musst. Das stellt die Frage, welche Vorteile das Ganze hat. Naja, also du hast natürlich die Möglichkeit, ohne dich in die Praxis zu quälen oder ohne lange Zeit in der Praxis zu verschwenden, eine Krankschreibung zu bekommen. Das ist tatsächlich cool und das ist auch ein echter Service. Die Frage stellt sich nur, ganz ehrlich, wenn du jetzt außerhalb von Schleswig-Holstein wohnst, ob das wirklich Sinn macht, also ob das wirklich in deinem Interesse ist. Cooles Geschäftsmodell, spannendes Geschäftsmodell tatsächlich. Klingt wie die Verwirklichung eines großen Traumes, aber wie wir sehen, hat leider ziemlich krasse Haken. Oh, eins noch. Wenn du jetzt so ein Schlaufuchs bist, ne, und denkst, ich bin ein besonders schlauer Fuchs und mein Chef, der kennt eh kein Internet. Der weiß gar nicht, wo Kiel in Schleswig-Holstein liegt. Ich kann das jetzt immer nutzen und im großen Stil blau machen. Dann hast du dich leider getäuscht, denn den Service, den kann man nur zweimal im Jahr benutzen, denn die Firma möchte genau das verhindern. Die wollen diese Blaumacher nicht unterstützen. Tja, so viel zu den Fakten. Bleibt letztlich eigentlich nur noch eine Frage.
würdest du das jetzt machen oder würdest du das jetzt nicht machen? Also ich meine, hättest du moralische Bedenken oder hast du zu viel Schiss oder freust du dich gerade mega, dass du überhaupt davon erfahren hast und besorgst dir gerade sofort eine Krankschreibung? Lass es uns doch mal in den Kommentaren ausdiskutieren. Deine Meinung dazu würde mich derbe interessieren. Außerdem wäre es klasse, wenn du das Video liken und den Kanal abonnieren würdest. Mein Name ist Johnny Mutante. Danke, dass du dir dieses Video angesehen hast. Und wie gesagt, ich freue mich über deine Meinung. Ciao!